In den Wäldern von Valshara, tief und verschleiert, hat Marcel Davis die Kunde ereilt. Im smaragdgrünen Albtraum, so dunkel und schwer, gibt es Probleme, das Netz läuft nicht mehr. Der Dämon Xavius mit finsterem Plan beherrscht den Albtraum, hält alle in Bann. Doch selbst der gefürchtete Herrscher der Nacht braucht schnelles Internet, es sei es auch mit Macht. Mit Werkzeug und Mut, Marcel macht sich auf, durch magische Pfade den mystischen Lauf. Der Wald wird dichter, die Schatten sind nah, ein Flüstern und Raunen so seltsam und klar. Die Natur ist verdorben, die Bäume sind krank. Marcel tritt weiter, sein Schritt ist nicht wank. Da trifft er auf eine Tendra, ein Wurm, riesig groß. Doch Marcel bleibt kühl, geht vorbei ohne Los. Das Netz muss repariert, die Daten müssen fließen. Xavius ruft und Marcel kann nicht schließen. Durch Dornen und Ranken, die Pfade sind steil, bis er auf Ilgainot trifft, ein Wesen voll Eil. Seine Augen, sie glühen aus Wurzeln und Sporen. Doch Marcel bleibt fest, lässt sich nicht verloren. Er spricht ein Gebet zu Cenarius, dem Halbgott so weise, und kämpft sich durch Albträume auf göttlicher Reise. Ursok, der Bär, in wütender Wut. Doch Marcel, geschickt, bleibt klug und gut. Er besiegt den Bären, ohne zu zögern. Der Weg ist nun frei, kein Grund mehr zum Klagen. Elereth the Renferal, Spinnengestalt, versucht ihn zu fangen, doch Marcel bleibt kalt. Er kennt keine Furcht, sein Ziel ist so nah, geht weiter im Dunkeln, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Dragons of Nightmare, so düster und böse. Doch Marcel umgeht sie wie eine sanfte Brise. Der Albtraum wird dichter, der Pfad wird verquer, bis er auf Xavius trifft, den Herren der Schwer. DSL muss laufen, ruft Marcel klar. Xavius lacht, doch sein Blick bleibt starr. Du wagst es, Sterblicher, mich zu befehlen? Doch Marcel bleibt fest, lässt sich nicht verfehlen. Mit geschickten Händen erlöst das Problem, das Internet fließt wie ein klarer Stromsegen. Xavius erkennt die Macht dieses Manns, lässt ihn gewähren, erkennt seinen Glanz. Dank dir, Marcel, nun fließt wieder Daten, der Albtraum wird surfen in allen Staaten. Marcel verbeugt sich, die Mission vollbracht, verlässt den Albtraum in finsterer Nacht. Zurück in die Wärme, mit tapferem Schritt, erzählt er die Sage vom Albtraumritt. Von Neutendra, Ursok und Xavius' Plan, wie er das Netz brachte, mit tapferem Wahn. So singt man von Marcel, dem DSL-Held, der den Albtraum eroberte, in finsterer Welt. Mit Mut und Geschick, das Ziel stets im Blick, reparierte er Leitungen, Stein für Stein, Stück für Stück.